Servus, my motorbike friends. Welcome to another English German lesson with Stefan's Garage. Today we are going to install an oil cooler fan for Red Hot Chili Pepper. Not necessarily because she needs it, but it's getting really hot during summer times and stop and go traffic, and I just want to try out if I get the oil a little bit cooler and if it's better for the nice 131 engine. Liebe Bikerfreunde, willkommen zu einer weiteren Deutsch-Englisch-Stunde mit Stefans Garage. Heute bauen wir einen Lüfter ein in Red Hot Chili Pepper, Lüfter für den Ölkühler. Denn bei Stop and Go jetzt im Sommer wird es sehr heiß. Ich habe keine Anzeige für die Öltemperatur und mit dem Lüfter für den Ölkühler geht es wahrscheinlich ein bisschen besser. Probieren wir aus. One important notice. As my primary goal is not to make money out of my YouTube channel, I decided today to switch off all the advertisements on my videos so you can enjoy them without being interrupted by any advertisements and you just get a good sleep after the first 2 minutes of the video. Ja, Ankündigung noch, da ich aus meinem YouTube-Kanal jetzt keinen Profit schlagen möchte, sondern in erster Linie technische Tutorials zeigen, habe ich die Werbung auf meinen ganzen Videos abgeschaltet, sodass ihr ungestört die Filme jetzt genießen könnt oder ungestört nach 30 Sekunden dann eingeschlafen seid. Viel Spaß! So, here's the package of the genuine Harley-Davidson Milwaukee 8 Oil Cooler Fan Kit. Hier ist die Packung und jetzt machen wir es mal ganz kurz, weil Unboxing kann man auch gefühlvoll machen. We have a set of instructions, which we should read, I would say. So, here is the whole piece. And I think it's just clipped into the oil cooler shroud and there should already be a connector in the vicinity of the oil cooler to get the electric connection, but you need to see your dealership because I think it's the BCM or the ECM needs to be reprogrammed that the computer knows that there's now an oil cooler fan available in order to switch the power down to the connector at the motorbike. Ja, so sieht das Ganze aus, wird wahrscheinlich nur eingeklipst beim Ölkühler. Anschluss ist da, der sollte auch beim Bike unten sein. Ihr müsst nur einmal zum Dealer, denn die ECM oder BCM muss neu programmiert werden, muss ein Haken gesetzt werden, dass dann auch auf der anderen Seite am Bike der Connector geschaltet wird, abhängig von der Öltemperatur. Here we have the instruction sheet for the oil cooler fan. And yeah. We see the oil cooler, we see the connector at the motorcycle, and we see that it has three dark wrench skill level, whatever that means. Ja, hier die Einbauanleitung, einmal der oil cooler fan, drei dunkle Gabelschlüssel als skill level, mal schauen was das ist. Und hier hinten sehen wir, hier unten am Rahmen muss der Connector am Bike sein. Und hier haben wir den Ölkühler, also muss auf jeden Fall die Verkleidung weg. Und da Red Hot Chili Pepper eine CVO ist, muss nicht nur die Verkleidung weg, sondern hier der ganze Fairing Spoiler. Mal schauen, wie es weitergeht. Ja, yeah, we need to remove the whole Fairing Spoiler in order to get access to the oil cooler down here in order to mount the oil cooler fan. For the Fairing Spoiler we have couple of bolts, so two here, one on each side. We need to remove those. Then two others down here at the engine guard. And of course the ones here at the fairing. So, wir müssen insgesamt 8 Schrauben entfernen. Ich habe es gezeigt. Links und rechts hier oben
dann links und rechts hier unten am Motorschutzbügel und die vier auf der Rückseite der Verkleidung. T25s in the rear. Now we should be good to go. I've never tried this before. Let's loosen the other ones first. Surprise, surprise. Another two screws are hidden. And I don't remember that they had been mentioned in the service manual. Hopefully can remove There's a lot of oil and dirt from just the previous oil change collected down here. Finally, be careful, make sure it's warm enough
that you're not breaking any precious plastic parts. And so here you see the hidden screws, which I didn't mention before. Ja, hier ist die versteckte Schraube, die ich vorher noch nicht benannt habe. Die muss auf jeden Fall aufgemacht werden. Und hier machen wir jetzt auch natürlich den ganzen alten Dreck von den Ölwechseln weg. So, use some parts cleaner. Then carefully with a paper wipe. Locate the connector. Yeah, just down here. I will just relocate you in order to show you the connector. Here it is. Hier unten ist der Stecker. Now we need to remove the T27 oil cooler screws down here in order to get the oil cooler fan behind the oil cooler. Wir müssen jetzt hier unten noch die zwei T27 Ölkühlerschrauben entfernen, dass wir den Ölkühler kurz wegklappen können, um dann das Gebläse von hinten drauf zu klipsen. And in addition, on top, there is a tap which needs to be disconnected in order to get the oil cooler far away from the frame. Also hier oben ist noch eine Nut, die muss man ausklipsen, um den Ölkühler weit genug wegzukriegen, dass wir jetzt hier das Gebläse draufstecken können. Also not good. Slight change of plans. Maybe we can slide it in from above.
Okay, here. So the cable needs to exit to the left. Those tabs need to be on top. Also das Kabel muss links rausgehen und diese Laschen müssen oben drauf sein. Jetzt haben wir es dran. Jetzt müssen wir natürlich das Kabel noch wieder einstecken. Now we need to connect the fan to the motorcycle harness. And then we should be good to go. Looks like we need some blue Loctite. Sure, those screws have a specified torque value, which I don't know. I could look it up, but I will do this by feel. Careful, only a very fine thread. Don't damage it. Ja, die Schrauben haben sicherlich einen Drehmomentwert. Den kann man auch rausschauen. Ich mache das aber nach Gefühl. Vorsicht, dass wir das Gewinde nicht beschädigen. So, nochmal schauen, oben sitzt er. Ja, looking good. Now we clean the inside of the lower part of the fairing. And the rest of the fairing. And then I'll reassemble it. Now for a short church bell break. We're trying to reassemble everything. Not going to work. Thank you.
we start with the rubber mounts down here. We check that the gaps are nice and even, and then slowly put everything together again. Also mit den Gummilagern geht's los, hier unten. Dann schauen wir, dass die Spaltmaße passen und machen vorsichtig die Schrauben überall wieder rein. Ihr habt gesehen, man braucht Geduld und Gefühl, dass man ja nichts von diesen feinen Plastikteilen abbricht oder beschädigt. You've seen it, you need a little bit of patience and feel in order not to break any of the tiny plastic tabs. Und eine Ewigkeit später just to go everything. So, the gaps and lines are fine. We retighten those two screws as well on the other side. We tightened the one above here inside on both sides. The one on the engine guard and the hidden one here. That here it is, that holds together the upper and the lower part of the fairing spoiler. As I mentioned, the ECM, I think it is already reprogrammed at the dealership with the shop computer to let the bike know that we have an oil cooler fan, and so everything should work. Test ride will be tomorrow, and then I give you a first feedback. So, die Spaltmaße stimmen, wir haben alles wieder festgezogen. Hier die beiden Schrauben und auch auf der anderen Seite. Dann zusätzlich hier hinten die T27, hier unten am Motorschutzbügel die T27 und hier hinten drin die Verbindung. So, ich weiß nicht, wo er ausgestiegen ist. Also wie gesagt, die Schrauben haben wir festgezogen. ECM ist schon programmiert beim Harley-Dealer, als ich den Fan abgeholt habe, und morgen gibt es die Testfahrt. Now back from the test ride, some stop and go in the city, and I have to say it's impressive, the rear cylinder shutdown didn't kick in and it all felt significantly cooler, especially as I don't have the heat deflectors here. So I definitely can recommend the oil cooler fan in order to get the oil temperature significantly down during stop and go riding. So I'm glad that I've installed it. You've seen the install. If it's a CVO or a bike with a fairing spoiler, is not that easy. If it's just a regular special, just with the oil cooler cover, then it should be fairly easy, because the most of the time I spent was removing and later on assembling the sparing spoiler. Ja, kurzes Feedback nach einigen Stop and Go. Empfehle es auf jeden Fall. Die Temperatur vom Motor ist deutlich kühler geblieben. Die Zylinderabschaltung vom hinteren Zylinder ist kein einziges Mal angegangen und sie ist immer noch aktiviert, habe ich gerade gecheckt. Fühlt sich gerade hier in dem Bereich deutlich kühler an, und das gerade, wo ich die Hitzeschutzblenden hier nicht montiert habe. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Einbau ist, habt ihr gesehen, ein bisschen kompliziert durch den Fairing Spoiler. Das kostet etwas Zeit. Wenn man jetzt eine normale Special hat, dann nur mit der Ölkühlerverkleidung, sollte es deutlich schneller gehen, und ich kann es rundherum empfehlen. Gut ist immer was, wenn man sich gar nicht überlegt, was man vorher sagt, und dann läuft die Kamera und dann geht's los. Hast du gestoppt gehabt? Also jetzt läuft's, gut?
Heute bauen wir einen Lüfter. Da schüttelt jemand den Kopf. Ach so,